So, hallo und weiter geht's mit The Second Guest. Ja, leider ist mir bei der letzten Aufnahme das Spiel abgestürzt. Ich habe einmal kurz das, was wir alles gemacht haben, habe ich einmal nachgeholt. Soweit kein Problem. Dann können wir uns einfach nochmal weiter und genauer hier umschauen, was jetzt denn so als nächstes dran ist, um diesen Mord aufzuklären. Dazu schauen wir uns dann auch einfach mal hier im Haus nochmal um und gucken einfach, ob wir irgendwas übersehen haben. Von hier kann man auf das offene Meer und die Klippen am Fuß des Schlosses sehen. Dann gehen wir doch nochmal in die Galerie und gucken einfach mal. Hier haben wir, glaube ich, bereits alles gesehen. Gucken wir hier nochmal kurz den Bilderrahmen. Mal gucken. Der Rahmen ist reichlich verziert. Da ist eine kleine Öffnung unter einer der Verzierungen. So, eine Öffnung. Wie können wir denn an die Öffnung ran? Vielleicht mit dem Taschenmesser. Na? Na, das ist nicht möglich. Okay, mit dem Holzschaft kann ich mir fast nicht vorstellen. So funktioniert das leider nicht. Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber man weiß so es ja So funktioniert nicht. Das leider nicht. Na, und jetzt nochmal. Das ist nicht möglich. Mit dem Streichhölzern, das kann ich mir eher weniger vorstellen, aber wir versuchen es einfach mal. Mal sehen, was der dann macht. Oh, das funktioniert sogar. Das Streichholz ist schmal genug, um hineinzupassen. Ein Geheimfach. Oh, da haben wir wohl was gefunden. Das sieht mir nach einer Linse aus. Die nehmen wir doch einfach mal mit. Scheint stumm. Ups. Eine Glaslinse haben wir gefunden. Können wir hier vielleicht bei den anderen Gemälden nochmal gucken am Bilderrahmen, ob wir da auch irgendwie ein Geheimfach ähnliches finden? Nee, sieht nicht so aus. Dann gucken wir einfach nochmal im Arbeitszimmer. Da müsste, glaube ich, der Anwalt... Verschlossen. Dann war der im Salon, okay. Ja, hier hat sich wahrscheinlich nicht viel geändert. Wir gucken trotzdem noch einmal. Ich komme später wieder. Alles klar, hier geht nix. Dann nehmen wir doch einfach mal wieder die Tür und dann gucken wir noch mal raus, ob wir irgendwo noch etwas entdecken können. Gerade bei den neuen Orten auf der Insel, ob wir da vielleicht irgendwas noch übersehen haben, weil wir da nur relativ kurz waren. Dafür nehme ich einfach mal die Karte und schaue noch mal, ja, wo gucken wir noch mal am besten von den Klippen aus, können wir uns das Ganze noch mal angucken. Da schauen wir uns nochmal dieses Schild an. Achtung, Rutschgefahr. Gut, das hilft uns nicht so viel. Dann schauen wir mal, haben wir hier irgendwie was, der Zaun. Vielleicht kann man dann eine Latte oder so nehmen. Ah, wieso wusste ich, dass du das versuchen würdest? Okay, der Constable... nicht. Danke, Sir. Sir? Felsen. Dann gucken wir uns einfach nochmal hier den Felsen an. Die Felsen sehen verdammt scharfkantig aus. Dann sollten wir besser aufpassen. Gut, dann gucken wir einfach nochmal weiter den Küstenpfad entlang. Hier haben wir Bäume, Baumgruppe. Ah, vielleicht... ist da in dem Baum, unter dem Baum irgendwie ein, was, wo man reingucken kann? Die Wurzeln der Bäume wachsen in den Felsen hinein. Gut. Nur wie können wir
da besser nachgucken. Da sehe ich jetzt ehrlich gesagt noch keine große Lösung. Gucken wir einfach nochmal weiter. So, haben wir hier irgendwie was? Weil es gibt hier ja dieses Kabel. Da weiß ich jetzt aber nicht, wie wir da irgendwie rankommen können. Hier haben wir Felsen. Den Pfad. Hier haben wir wieder die Hütte. Das Fenster. Ein Warnschild, das können wir uns einfach mal anschauen. Achtung, Hochspannung. Okay, hier sehe ich jetzt, wir könnten nochmal, theoretisch können wir nochmal kurz einmal in die Hütte und gucken uns nochmal alles ganz genau an, falls wir doch irgendetwas übersehen haben. Schaden kann es ja nicht. Verschlossen, da ist ein Vorhängeschloss dran. Ach, Moment. Natürlich. Deswegen gehen wir auch zum Leuchtturm nochmal. Da gucken wir uns nochmal um. Hier ist dieses Kabel auch zu sehen. Oh, ein Vogelnest sehe ich gerade. Können wir damit irgendwas anfangen? Der Vogel scheint den Schnabel gern in den Wind zu halten. Ja, danke für diese Weisheit. Was können wir da machen? Das klingt zwar ein bisschen abwegig, aber ich versuche einfach mal mit der Angelrute da. Keine Ahnung, vielleicht können wir ja was aus dem Vogelnest raussuchen. So funktioniert das leider nicht. Okay, dann haben wir ein Stück Kohle, Schallplatte. Eine Linse, Holzschaft, Notiz. Vielleicht kann man den Stein hochwerfen. Mal gucken. Du bist echt fies. Weißt du das eigentlich? Ja, okay. Na, ich bin der Fiese, sondern du. Dann gucken wir einfach mal, was passiert. Ach, eine Feder. Die hat der Vogel scheinbar freiwillig abgegeben, bevor wir den Stein werfen. Dramatische Musik. Dann gucken wir uns nochmal die dramatische Feder an. Die scheint aus dem Nest da oben zu stammen. Tatsächlich. Dann nehmen wir die doch einfach mal. Was ist die Frage? Was machen wir jetzt nur mit einer Feder? Was haben wir davon? Tja, dann schauen wir mal. Das Kabel können wir hier leider noch nicht anwählen. Sonst hätte ich mal überlegt, ob wir das vielleicht mit dem Kappen können. Aber warum auch immer, wüsste ich jetzt selber nicht. Gucken wir einfach nochmal in zum Leuchtturm, vielleicht ist der Leuchtturmwärter ja weg. Können wir nochmal hochgucken, aber wahrscheinlich werden wir wieder angeschrien. Mal gucken. Ist da wer? Da gehe ich lieber nicht drauf. Ich will ja schließlich keinen Ärger mit dem Leuchtturmwärter bekommen. Dann schauen wir uns hier nochmal das Bildchen an. Ein gerahmtes Foto. Das ist Plant. Er steht vor dem Leuchtturm. Sehr schön. Hier haben wir noch einen kleinen Zettel, den können wir nicht benutzen. Dann geht's einfach mal die Treppe nochmal runter. Hier war ja auch eine verschlossene Tür. Mit der Schrift. Dann gucken wir uns einfach nochmal alles in Ruhe an. Die Eisentür. Sieht so aus, als wenn da mal etwas auf die Tür geschrieben wurde. Die Schrift riecht nach Wachs. Die Schrift riecht nach Wachs. Wie können wir uns das... Können wir das nutzen, die Information?
In den Fässern wird wohl das Petroleum für das Leuchtfeuer gelagert. Wahrscheinlich. Nichts Unübliches. Dann gucken wir nochmal den Eimer. Ein einfacher Eimer aus Metall. Okay, der Riss in der Wand, der hat jetzt nichts zu sagen. Der Lappen. Ein alter, stinkender, mit Öl getränkter Lappen. Kann man hier irgendwas nochmal mitnehmen? Den kann ich doch nicht nehmen. Wie soll der Wärter denn sonst das Petroleum umfüllen? Ja, das stimmt natürlich. Aber den Lappen braucht er dafür ja nicht. Die fasse ich nicht an. Die stinken. Öliger Lappen und Lappen. Das sind sogar zwei. Vielleicht geht der andere tatsächlich. Gut, dann haben wir das beim ersten Mal übersehen. Vielleicht haben wir auch noch was am Holzfass. Ich schaue einfach mal. Scheint leer zu sein. So, dann haben wir einen öligen Lappen. Vielleicht können wir hier mit der Eisentür da die Wachsschrift wieder sichtbar machen. Ja, das scheint zu funktionieren. Sehr gut. Ein neues Rätsel. Na toll. Gut. Rätsel 2. Wie ein Mahnmal in dunkler Nacht hält sie über ihre Totenstille Wacht. Ein falsches Licht sie in ihr Schicksal trieb, ein scharfer Felsen sie zerrieb. Gestohlen und geplündert ihre Fracht, hat die Gier der Menschen den Tod ihr gebracht. Was kann das sein? Das ist eine gute Frage. Tja, das ist eine gute Frage. Öffnen lässt sich die Tür ja wahrscheinlich irgendwie nicht. Irgendwie muss ich den Text doch lesbar machen können. Ja, das haben wir ja jetzt gemacht. Ich würde die Tür trotzdem gerne öffnen. Nun gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal nach oben. Hier können wir einfach mal aus dem Fenster schauen. Vielleicht fällt ihm ja was auf. Das Wetter scheint immer ungemütlicher zu werden. Ja gut, das ist mir bereits auch aufgefallen. Na gut, dann gucken wir einfach nochmal wieder raus. Und ja, bevor wir hier großartig durch die Gegend laufen, können wir auch einfach nochmal die Karte benutzen. Wo kann man denn nochmal genauer schauen? Am Steinbruch. Das ist ja da, wo diese eine Hütte steht, glaube ich. Ja, da kamen wir jetzt auch nicht wirklich weiter. Rein ging's hier ja jetzt leider auch nicht. Vielleicht können wir nochmal mit dem Bootsmann reden. Das versuchen wir einfach mal. So, hallo Herr Bootsmann.